Epitaph für Aikichi Kubuyama. Für Aikichi Kubuyama. Für Aikichi Kubuyama. Komposition für Sprecher und Sprachklänge von Sprachklänge. Übersetzung der Grabinschrift. Übersetzung der Grabinschrift. Übersetzung der Grabinschrift. Sprecher Richard Schlöcher. Richard Schlöcher. Klangliche Realisation. Klangliche Realisation von Nobelstock. Leopold von Nobelstock. Leopold von Nobelstock. Der japanische Fischer Aikichi Kubuyama war das erste Fernopfer des Als im März 1954 die erste Wasserstoffbombe, die ihr sogenannte Atombombe zur Explosion gebracht wurde, befand sich der Fischkutter 130 Kilometer vom Detonationskilometer entfernt. Kubuyama ging an der Radioaktivvergiftung zugrunde. Die Inschrift auf dem Gedenkstein lautet in der deutschen Übersetzung: Ein kleiner Fischermann, ein kleiner Fischermann, wir wissen nichts. Wo kämen wir hin, wenn jedermann Aber du hattest Mühen wie wir, wie wir irgendwo die Gräber deiner irgendwo am Strande einer Frau, wo am Strande einer Frau, wo am Strande zu Hause die Kinder, Trotz deiner Mühen fandest du, genau wie wir, und recht hattest du, Aikichi Kubuyama, kleiner Fischermann, Wenn auch dein fremdländischer Name, wir wollen ihn auswendig lernen, Aikichi Kubuyama, als Wort für unsere Schande, Aikichi Kubuyama, als unseren Warnungsruf, Aikichi Kubuyama, aber auch Aikichi Kubuyama, als Name unserer Hoffnung. Denn ob du uns vorangingst, mit deinem Sterben, oder nur fortgingst, an unserer Stadt, nur von uns hängt das ab, auch heute noch, nur von uns, deinen Brüdern, Aikichi Kubuyama, Kleiner Fischermann, Aikichi Kubuyama. Nur von uns, deine Brüder. Auf heute noch, nur von uns. Ein kleiner Fischermann, Aikichi Kubuyama.
Yes.
Yours,